Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Irgendwas Projekt. Wir sind wieder auf Mirage unterwegs. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen froh, denn ich habe gerade schon ein paar Games hinter mir und auch gegen sehr schwere Gegner. Da ist so ein bisschen die Luft raus. Hallo. Aber da wir jetzt auf Mirage spielen und hoffentlich etwas. Banana! I have big banana. That's good. I guess. You have small. Okay. Ja, dann sind die Fronten schon mal geklärt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir jetzt, wie gesagt, auf B unterwegs sind. Oder auf Mirage. Das war schön. Happy. Okay, nochmal einen zweiten mitgenommen. Let's fucking go! Klaus AFK. Ganz so gut. Okay, sehr schön. Der Blau ist wieder da. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Damit haben wir die Runde geholt. Auch nochmal sehr schön, dass wir da noch einen Kill mitnehmen durften. Einmal noch WhatsApp hier weggeschickt. Währenddessen, wir waren ja tot, wir mussten ja nichts machen. Jetzt können wir überlegen, tatsächlich reinzukaufen, aber wir nehmen einfach eine Pro 90. Das war gerade aber noch ein schöner Headshotter. Ich hoffe mal, dass wir nicht wie in dem einen Game da wieder permanent AFK-Mates haben. Und auf CT, wie. Brauchen da echte Leute direkt von Anfang an. Ich habe überlegt zu flanken, aber dafür ist mir da schon viel zu viel Radau los auf A. Maybe Window. Glaube, ich habe den hier rüber jumpen hören. Better Room? Window? Das war ein Jungle. Okay. Nächsten Deagle Headshot gedrückt. Wäre jetzt mit einigen gerechnet, aber nicht, dass der ET noch ist. Okay, hat er zwei sehr nice Headshots gedrückt. Aber zum Glück bei den anderen Teammates nicht mehr. Ich würde eigentlich gerne nur die Kevlar-Rüstung kaufen, aber ich weiß nicht, was die Gegner an sich kaufen. Darum bleiben wir mal bei Kevlar mit Helm. Haben wir jetzt eine Awe? Der eine Mate ist sich noch nicht ganz sicher, was er kaufen möchte. Aber solange es klappt, ist ja in Ordnung. Okay, noch einer top mit. Jump leider verkackt. Es ist gefährlich, dass ich hier nochmal hochgehe. Jungle, 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 AWP. Jungle, AWP. Kill him, Purple. Go, help. Top mid. Chair, chair. Top mid. Wenn er da einfach ein bisschen gechillt hätte, ne, dann hätten wir da auch einen guten Flank bekommen. Ich weiß gar nicht, warum sich. Ich glaube, zwei haben sich auch gegenseitig weggemacht. Dakata Drop Arm. Orange, M4.
Irgendwie mal, bevor der Mate ihm nicht legt. Okay, die Farm ist noch wieder zurückgegeben. Ich will kurz gucken, ob ich meine M4 wieder verkaufe, um wieder aufzuheben. Ja, eigentlich so geschädigt von B. Okay, sehr schön. Einer noch ein Palace. Mit Connector. Ich habe Angst, wenn ich Richtung Short gehe, dass dann hier Appsware kommt. Gehen einfach in No-Scope. Was ist das denn hier gerade? Es ist super komisch hier. Echt gerade eben noch in einem Turnier, sag ich mal, gespielt. Das auf 3 gegen Faceit Level 10 gespielt zum Teil. Heilige Scheiße. Also das war auch insane. Ich habe leider, oder meine Aufnahme hat leider ein bisschen rumgespackt. Dann kann ich euch das leider nicht zeigen, weil ich auch ganz froh bin, weil wir in dem zweiten und dritten Game ein bisschen auf die Schnauze bekommen haben. Aber das erste, das war richtig intens. Muss ich sie selbst weggemollied. Die Frage, ob noch was an da ist. So ein bisschen riskant, dass wir jetzt gerade hier lang gehen. Weil ihr könnt halt immer noch wer warten. Muss hier noch einer sein? Ne, das war der dann Mitte. Hermine, ich muss hier nicht pushen. Wir haben die Bombe. Going A. Going A. Go away, purple. Yeah, but I have the bomb. You? Ah, bomb. Okay, okay, okay. Yeah. Just chill. War mir noch recht sicher, dass ich die Bombe hab. Dass sie nicht Richtung Short gedroppt wurde, dass er die hatte. Kurz überlegt zu pieken, aber. Aber er hätte den besseren Winkel gehabt auf die Entfernung gesehen. Darum einfach gehofft, dass wir das da gerade machen. Ich habe auch überlegt, den Molly zu werfen, aber ich habe da schon öfter mal die Situation. Ich hatte schon öfter mal die Situation, da. Dass, wenn ich die Nate gerade werfe, dass der dann um die Ecke kommt. Darum einfach mal ein bisschen auf das Aim verlassen. Zwei ist schon wieder Mitte. Jetzt die Frage, molieren wir direkt nach. Ja, komm. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich gerade einen Sound gehört habe, dass da jemand gehittet wurde vom Molly. Nach B gegangen, oder? Was? Hey, das ist unlucky. Weiß doch gar nicht, wie sind die schon wieder alle gestorben? Wir haben nicht wirklich Geld. Ich meine, ich kann mir kaufen, aber die anderen alle nicht wirklich. Maybe Ikora Schmidt? Yes. Kaufe meine P9. Das ist im Grund. Ich bin so ein Movement-Krüppel.
Action. So belastend hier gerade. Dass er im Connector auch einfach leben darf. Er ist doch noch weggegangen. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Ich hatte nur gesehen, dass er da in die Ecke gegangen ist. Ist natürlich sehr bitter. Aber immerhin haben wir eine Ave mitgenommen, ne? Und ich habe noch einen Assist. Sehr schön. Okay, wie machen wir das am besten? Sehr schön, noch einer gestorben an der Bombe. Okay, sehr wichtig, dass er nicht gestorben ist. Wir können blau einmal legen. Du, behind you. Ah, wir nehmen die M4. Where behind, man? I said blue and he took it. Und er hat sich sogar bedankt. So, meine zwei Kills am Anfang habe ich auch noch nichts großartig gemacht, naja. Zumindest nicht im Vergleich zum Team. Short on B. Junge, hab ich ein scheiß Aim! One A-Side. Was hab ich denn da gerade gemacht, ey? Bomb has been planted. Eigentlich muss ich saven. Sollte eigentlich von denen aus einer... wahrscheinlich abchecken oder da. Aber jetzt brauche ich halt auch nicht mehr hingehen. Mal gucken, ob wir hier überleben dürfen. Ich weiß jetzt nur nicht genau den Winkel ab, wann man die Waffe sehen würde. Wenn ich jetzt hier weiter zur Seite gehe oder mich drehe. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber wo verlieren wir denn gerade so hart? Ich habe das Gefühl, dass Mitte gerne verloren wird. Das sah doch eigentlich so dominant aus in den ersten Runden. Jetzt kriegen wir halt so hart auf die Fresse. Bringt's halt auch irgendwie nichts, wenn wir hier durchpushen. Guck mal, ob wir hier noch mit Richtung Mitte gehen können. War, glaube ich, noch einer. Mann, wenn ich da besser aime. Aber das schon wieder. Ich mache da 2,5 Kills. Aber wo sterben die denn alle? Was ist da denn los? Jetzt bin ich runtergekauft. Dann kaufen wir meine Ave sonst für die Mitte. Kann doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht hier jetzt am laufenden Band verlieren. Wir dürfen nicht unser Momentum hier aufgeben. Also... obviously, haben wir das schon. Ich habe den Arbeitsschuss gemisst. Ja, Orb mit.
CT and B. Quiet some B, come on, Ziska's B. Mann, wie kann ich den denn missen? Lass aici, na la, de acolo, deasupra jungle. Dem noch zwei, was für Jungle. Pushaza, pushaza. So, ja, yeah, Arschgeige, ey. Da haben wir mal die Runde gecarried hier. Mit einem HP. Let's fucking go. Er dachte, er kann ja einfach wie so ein Geisteskranker rüberspringen, ey. Ich meine, das ist das Beste, was er machen konnte gegen Ave, ne? So, wir können blau nochmal legen. Blue, hier ist ein M4 for you. Dann töten wir den jetzt Mitte einfach mal. Danke. Ah, one more mit. Er hat natürlich eine Autotacker. Leider hat er mir auch direkt den Kopf gegeben. Mit seinem BBBBB. Noch nix los. Also klar, eben war schon wer drauf, aber ne. Mag das nicht, wie orange damit er hält. Alter. T-Spawn. Going A. Already side. Planting. Sehr schön. Gelb? Connector. Diffuse, go diffuse. Junge, wo diffused der? City. Er hätte einfach fast 10 Sekunden diffused gehabt. Ja, da kann ich mir jetzt nicht noch eine Arbe kaufen. Wie gesagt, super ärgerlich, dass die Autotacker uns direkt einen Headshot gegeben hat. Wenn nicht, hätte ich eine Chance gehabt, zurückzuschießen. Aber sollte nicht sein. Oh, letzte Runde. Weißt du was? Ich kaufe eine Arbe. Ich spiele Glass Cannon. Ich spiele einfach mal die Glass Cannon. Hätte Mitte mitgehen sollen. Ich hätte gerne Infos. Jungle werde ich niemals pieken dürfen, das ist das Dümmste, was ich machen könnte. Junge, ich bin so ein Gott. Okay, Entschuldigung, Eigenlob stinkt. Aber wir haben die Runde nochmal geklatscht. Das gibt uns nochmal die 8. Runde. Sehr schön. Nur weil er verkackt hat, nachzuladen da. Also, wenn er da an die Seite geht, habe ich keine Zeit zum Diffusen.
Aber war scheinbar doch eine richtige Entscheidung, die Glass Cannon zu bespielen. Okay. Sag mal, weiterhin alles geben hier. Wir sind blöd ist auch, dass sie ein Fullteam sind. Ich glaube, bei uns sind 3 Leute in dem Team. Aber egal. Wanna go A or B? Scheinbar B. Mag das nicht, dass sie Mitte gehen. Wichtig, dass wir da den Kill bekommen. Boah, der war auch nochmal wichtig, auch wenn das mehr Glück als Verstand war. Sehr, sehr schön. Mach jetzt das, was ich immer sage, was dumm ist, eine AK in der zweiten Runde zu kaufen, aber ich gehe jetzt einmal ein bisschen das Risiko ein. Vielleicht machen wir ja einen echt schönen Headshot an jemanden. Das wäre natürlich optimal. Sehr gut. Einer von den disconnected. Connector. Connector and window. Danke, Blau, dass du nochmal gewartet hast, bevor du nach vorne läufst, während du nachlädst. Okay, sehr schön. Kriegen die gleich logischerweise einen Timeout, sofern der andere nicht connected. Alter! Lauf doch bitte nicht hinter der Shotgun hinterher. Plante doch einfach. Bitte plante! Aber was ist denn mit den Leuten hier? Mann. Will safe window kommen. Out of short, weil geht er durch Ladder Room, durch Window. CT. Okay, Gelb geht dahin, versteckt sich ein bisschen. Okay, nice shot. Holy shit. Der war frech. Der war richtig frech. Auch direkt vom Gegner noch beneist hier. Natürlich weiterhin auch schön, wenn der Grüne aus dem Gegnerteam einfach disconnected bleibt. Schlecht natürlich, weil die CTs dann quasi jede Runde kaufen könnten, aber mit 4 CTs gegen 5 Ts zu halten ist halt deutlich schwieriger als andersherum. Wieder nach dem simplen Prinzip. In der Regel gehen ja 2 A, 1 Mitte und 2 B. Wenn die halt nur 4 sind, was sie jetzt nicht mehr sind, wenn der wieder connected ist, müssen die halt irgendwo wen abziehen. Und selbst im Zweifel hätte man halt 4 gegen 5 die Situation, wenn 5 Ts auf einen Spot gehen. Jetzt ist die Frage, wo wir hingehen wollen. Gelb möchte wieder Richtung A gehen. Also ich glaube, dass er da eben hingegangen ist. Eine Flash, eine Smoke und eine HE ist ganz gut. Für eine zweite Smoke nochmal. Okay. Ich glaube, die 3 Damage hat er legit durch seine eigene Nate nur. Schon, wir haben Mitte-Duell gewonnen. Angst. Maus ist am Ende vom Mauspad gewesen. Er hat eine Sekunde zu spät gekillt. Hatte der noch irgendwie eine tolle Waffe? Hatte eine Deagle. Oh, da unten war die AK. Weiß gar nicht, warum ich gedacht habe, dass der eine Waffe haben kann.
War Window oben drin. Keiner ist da reingejumpt oder so. Wir behalten die Galol auch erstmal. Ja, dass, wenn wir sterben sollten, dass wir dann trotzdem noch gut nachkaufen können. Let's go, my brothers. Ist die Frage, ob wir Bären spielen wollen oder sonst einfach mal Under gehen. Einfach mit dem Grün hier Under. Sehr schön. Window? Window, Window, yes. Okay, das sollte eigentlich nicht fragend rüberkommen. Oh. Connector Shotgun. Tötet ihn blind. Ja. Ah, das war jetzt nicht ganz so gut. Guck mal, ne? Als wenn ich es in die Zukunft geguckt hätte. Jetzt sind ganz was er will. Kaufen uns eine Ave. Ich hab's eben noch gesagt, wir kaufen uns keine andere Waffe. Weil an sich die Galil ist halt ähnlich gut wie die AK. Da ist ein bisschen schlechter am Ende des Tages wie die AK, sonst wäre sie ja nicht günstiger. Aber so haben wir uns nochmal Geld gespart und können jetzt auf den Ave-Play gehen. Wie habe ich ihn nicht getötet? Ich war mir so sicher, dass ich da drauf bin. Hätte ich Smoke abwarten sollen, hätte drüber gehen sollen. Schön. Leider schon ganz schön viele Leute verloren. Haben einfach rüber gepusht oder was? Also, Mitte ist gepusht. B ist, glaube ich, gepusht. Verstehe leider nicht, was er sagt. Außen rein. Machen wir das auch mal. Deagle gescampt. Bomba. Richtung B gehen oder ist der Plan hier? Wenn der Ave Richtung A ist, dann können wir tatsächlich probieren, ob wir sonst Richtung B gehen. Frage ist ja, wie viel Geduld haben die? Short. Und prinzipiell ist es halt für ihn geplantet, da. Ja, nicht wirklich gut. Aber halt gegen 5 Leute. Jetzt haben wir den Plant bekommen. Wir sollten eine Echo machen. Hört doch bitte auf, immer komplett euch runter zu kaufen. Es ist halt so schlecht. Und 2 Runden brauchen wir noch. Schon wieder eine scheiß Autotacker, ey. Echt gerne Waffe. Schön. Two kitchen. Sehr schön. Nice. Good job, guys. Ja,
Ich sterb noch, das ist lächerlich. Er konnte leider eine Arbe mitnehmen. Wir kaufen AK. Oder? Okay, okay. Ich gehe auf eine Awe, weil ich für einen Peak hier gehe. Frage, okay. Careful Palace. Alles. Weil die Steps gerade auf jeden Fall gehört. Ganz sicher. Jungle. To ramp. Ich hab abgedrückt bei mir. Also, versucht. Wir haben die Bombe halt auch schon wieder nicht geplantet. Ach man. Wir haben uns schon wieder komplett umlaufen. Wie schaffen die das denn immer zeitlich? Ah, das. Ich bin zu weit reingepusht. Ich hätte vielleicht on-spot versuchen sollen, weiter Richtung die beiden auf Ramp zu schießen. Das wäre wahrscheinlich der bessere Play gewesen. Ach, ich weiß es nicht. Eine Mitte Smoke. Schon wieder eine Autotacker Mitte. Okay, sehr gut. Window. Short and window. Low, very low and short. Wait, wait, wait. Nein. Ah. Komm ich da jetzt am besten rüber? Okay, holy shit, holy shit. Oh, wichtig, ich kann das nicht mehr mit denen. Wir sind leider noch am zweiten Platz abgerutscht, aber egal, wir haben gewonnen. Das ist das, was zählt. Ein paar geile Klatsches dabei gehabt. In dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.